Dieses Video wird euch präsentiert vom Vivea Gesundheitshotel in Umhausen in Tirol. Ein absolut toller Ort, um Urlaub zu machen, um auch fit zu werden. Die Möglichkeit habt ihr im Hotel und die Golfplätze sind auch in der Nähe. Die Links habe ich in der Videobeschreibung unten dran. Schaut vorbei und gönnt euch einen Urlaub im Vivea Gesundheitshotel Umhausen in Tirol. Hallo, hier sind wieder Christopher Baumgartner und Florian Rackel. Wir haben heute ein Video für euch, das sehr, sehr vielen helfen wird beim Putten. Putten ist ja nicht die unwichtigste Sache, denn der Ball, der Score wird erst geschrieben, wenn der Ball im Loch ist und da kann oft sehr, sehr viel passieren am Grün. Wir geben euch heute zwei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Putten ist ja generell schon eher eine sehr individuelle Sache, aber wir haben heute zwei Punkte für euch, die wir empfehlen, umzusetzen, die ihr umsetzen könnt, um alles stabiler und konstanter zu machen. Und da nehmen wir uns speziell mal das Setup raus und dann wird euch der Christopher noch was im Schwung erklären. Gut. Ich starte mal mit dem Setup. Grundsätzlich starten wir das Setup mit dem Griff. Die Puttergriffe heutzutage sind auch meistens schon alle sehr viel dicker, als sie auch früher waren und sind auch dicker als wie der Griff auf eurem Eisen, auf eurem Holz. Das hat auch einen Grund, denn den sollte man anders greifen. Sehr, sehr wichtig ist es bei dem Puttgriff, dass wir eben den Schläger nicht unbedingt in den Fingern greifen. Ja? In den Fingern greifen wollen wir nicht, für das ist ja auch der Griff jetzt zu dick. Ja? Der ist so gemacht, dass er in der Handfläche Platz hat. Und wenn ihr jetzt hier darum greift, dann werdet ihr auch merken, dass sich das sehr gut anfühlt, weil der Griff die Handfläche ausfüllt. Ja, ob ihr das richtig macht, ist ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt, wenn ihr den in der Handfläche greift und ihr streckt das mal nach vorne aus, seht ihr, dass der Unterarm und der Schlägerschaft ziemlich genau eine Gerade bilden. Das ist ein guter Indiz für euch, dass im Endeffekt ihr den Schläger richtig in der Hand habt. Sehr, sehr wichtig dabei ist, dass im Endeffekt, wenn ich diesen Schläger richtig greife, zeigt mein Handrücken direkt zum Ziel. Ja, das heißt, wir haben hier keine Verdrehung im Unterarm. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Als Anhaltspunkt auch, was sich ergibt daraus, ist, dass der Daumen meistens gerade nach unten zeigt. Ja, das ist ja das, was wir bei den anderen Schlägern nicht haben wollen. Hier wollen wir es, denn beim Putten kommt es auch darauf an, dass wir Rotation von der Schlagfläche wegnehmen. Denn was die Schlagfläche dann noch ausmacht, sehen wir dann noch. Das ist sehr, sehr wichtig. Das gleiche mit der zweiten Hand, ja, auch diese soll in der Handfläche gegriffen werden. Was uns nicht wichtig ist, ist, ob ihr Crosshand, normal, mit der Claw, es gibt mittlerweile sehr, sehr verschiedene Griffarten. Wichtig ist nur, dass besonders jetzt beim Rechtshänder, die linke Hand, die obere Hand, dass die perfekt liegt. Bei der Claw ist das ja anders, aber wichtig ist die Hand, der Handrücken und dass der Griff in der Handfläche liegt. Das ist das Allerwichtigste. Dann ergibt sich nämlich auch, dass der Schlägerkopf, wenn ich den hinstelle, plan am Boden aufliegt. Ja? Wir wollen nicht, dass der Schläger mehr so steht, wir wollen aber auch nicht, dass er mehr so steht. Ja? Und da ist eben der Griff eine ganz entscheidende Sache, der euch dabei unterstützt. Gut, dann kommen wir zu den weiteren Sachen im Setup. Die Standbreite ist auch nicht sehr wichtig, ja? Aber ich möchte nicht, dass ihr so schmal steht zum Beispiel. Es sollte eine Standbreite sein, wo ihr relativ stabil steht und auch die Ballposition sehr, sehr gut sehen könnt. Ja, und da schaut es jetzt zum Beispiel hier auch so aus, deutlich zu erkennen, dass der Ball deutlich links liegt. Ja, ich würde als Referenz geben, linke Brusthöhe circa, ja, dass der Ball auf jeden Fall vorne liegt. Warum wir das machen, ist im Endeffekt, dass wir den Schläger in der Aufwärtsbewegung zum Ball bekommen. Denn dann, wenn ich ihn leicht in der Aufwärtsbewegung zum Ball bekomme, fängt der Ball früher an zu rollen. Würde ich im Endeffekt den Ball zu mittig haben und ich würde jetzt mit dem Schläger leicht abwärts zum Ball kommen, würde ich ihn am Anfang in den Boden eher hineindrücken und der Ball wird springen. Das kann in der Länge einen großen Unterschied machen, dass er zu kurz kommt, aber auch von der Richtung kann er verspringen. Zusätzlich treffe ich durch die Abwärtsbewegung den Ball sehr, sehr weit oben. Das heißt nicht im Sweet Spot. Und auch ein Putter hat einen Sweet Spot. Ja, und der ist dafür verantwortlich auch, wie weit der Ball rollt. Natürlich auch in Verbindung mit eurer Schwunglänge. Aber mit gleicher Schwunglänge, schlechten Treffer, rollt der Ball kürzer. Und fühlt sich auch nicht gut an. So, das heißt, wir haben den Griff, wir haben die Ballposition. Und das nächste ist, wir müssen die Hände leicht vor den Schlägerkopf bringen. Ja, das heißt, jeder Putter hat einen Loft.
Ja, und wenn ich die Hände, durch das, dass ich die Ballposition links habe, zum Beispiel auch schaue, dass der Schläger hier mittig ist, dann habe ich die Hände hinter dem Ball und der Putter wird jetzt in dieser Position, ein normaler Putter hat im Schnitt 2 bis 3 Grad Loft, durch die Hände, die dahinter sind, habe ich dann 4, 5, 6 Grad Loft. Was auch wieder dazu führt, dass wenn ich in der Aufwärtsbewegung komme, dass ich ihn leicht dünn treffe. So, somit nach dem richtigen Stand und dem Griff schaue ich, dass ich die Hände circa auf Höhe des Balles habe. Das ist die perfekte Voraussetzung, um einen guten Putt spielen zu können. Ja? Und noch ein ganz entscheidender Punkt ist die Ausrichtung der Schlagfläche. Ja? Die Auswirkung der Schlagfläche ist von der Richtung gesehen, wo der Ball dann hinrollt, viel entscheidender als der Weg des Schlägers, die Schwungbahn. Correct. Wenn ich euch zum Beispiel mal ein neutrales Setup gebe und die Schlagfläche jetzt nach links zeigen lasse und ich habe jetzt einen ganz neutralen Schwung, wird der Ball sehr, sehr weit links vom Loch gehen. Ja? Habe ich zum Beispiel eine neutrale Schlagfläche, die richtig zielt, und ich würde jetzt, angenommen, eine schlechte Schwungbahn haben, ist das Ergebnis in der Richtung trotzdem noch viel besser. Und ich glaube, ihr habt gut gesehen, wie stark ich von außen nach innen geschwungen habe. Das heißt, von der Richtung her ist die Ausrichtung der Schlagfläche viel wichtiger als der Path des Schlägers. Genau. Ja, das ist eine sehr, sehr entscheidende Sache. Und dabei schaut ihr einfach, dass ihr im Endeffekt zu eurer Zielrichtung, die ich jetzt hier auch sehr, sehr gut markiert habe mit diesem Stab, dass der Putter die Schlagfläche genau im rechten Winkel zu dieser Zielrichtung zeigt. Ja? Das ist wichtig, dass die Schlagfläche genau dahin ausgerichtet ist, wo der Ball starten soll. Ich glaube, im Setup haben wir somit alles erledigt. Ja. Der Christopher wird euch jetzt in den Schwung hineinführen und euch noch aufzeigen, was im Schwung genau wichtig ist, damit wir erfolgreich putten. Ich werde dir auch noch die 2 Bälle holen. Gut, Christopher, was ist im Schwung wichtig? Was sind da Sachen, die helfen, um konstanter und besser zu putten? Gut, du hast jetzt von der Schlagfläche geredet. Ja. Du hast von der Schlagfläche in Verbindung der Ausrichtung gesprochen. Ja. So, es ist natürlich eine Sache, dass ich meine Schlagfläche richtig ausrichten kann. Die andere Sache ist, dass die Schlagfläche natürlich auch gerade durchbringt. So ist es. Ja. So, und damit haben wir eigentlich den größten Faktor, also welcher Faktor die Schlagfläche am meisten beeinflusst, sind quasi Hände, Handgelenk, ja, vielleicht die Unterarme. Ja. Ja, aber eher sind es die Handgelenke. Ja. Das heißt, mache ich eine Bewegung, die im Durchschwung, ja, jetzt sehr stark aus den Handgelenken rauskommt, ja, dann seht ihr, wie stark die Schlagfläche sich nach links verdreht, ja, ja, und damit weit außerhalb der Richtung ist. Absolut. So, das heißt... Und das sagen wir auch, weil wir diese Bewegung am meisten sehen bei unseren Schülern. Natürlich. Woher kommt das? Das heißt, die größte Auswirkung, macht euch beim Putten mehr Gedanken über Rhythmus, macht euch beim Putten mehr Gedanken über die korrekte Schwunglänge, ja, und da würden wir raten, einen 50-50 Schwung zu machen. Das, ja, heißt, von der Ausholbewegung gleich lang wie der Durchschwung und somit erreiche ich viel leichter einen gleichmäßigen Rhythmus. Ja, absolut. Ja? Das heißt, wenn ich hier mal Probeschwünge zeige, wenn ich jetzt den Putter gleich weit aushole und durchschwinge, dann schaffe ich einen viel konstanteren Rhythmus als, und das hören wir sehr oft, leider, ja, zum Beispiel, ich muss 1/3 ausholen, 2/3 durchschwingen. Ja. Ja, was erreichen wir dadurch? Durch dieses kurze Ausholen erreichen wir ein innerliches Gefühl der Beschleunigung. Wir, richtig, wollen beschleunigen. Wir müssen, weil wir ja sonst nicht zum Loch kommen. Ja. Und wie beschleunigen wir, wenn der Körper stabil ist? Natürlich aus den Händen. Richtig. Den Körper wollen wir beim Button stabil halten. Richtig. Das heißt, hole ich jetzt kurz aus und ich will jetzt nach vor, bam. Genau. Muss ich ihn... Mach das nochmal und bleib in der Endposition stehen. Ausholen. Bam. Christopher hat jetzt mit den Handgelenken Gas gegeben und wir sehen jetzt hier einen viel größeren Winkel hier, als er im Setup gehabt hat. Das heißt, er hat mit den Händen Gas gegeben. Genau. Und das ist etwas, was uns oft stört, wenn wir eine Puttingstunde haben und der Schüler sagt,
weil wir fragen ja immer, an was denkst du, was ist dir gezeigt worden, an was arbeitest du? Und wir hören sehr, sehr oft, ich muss ein Drittel ausholen und zwei Drittel durchschwingen. Genau. Und genau das ist das, was uns immer nicht verständlich ist, warum das beigebracht wird, weil es eigentlich keinen Rhythmus möglich macht, keinen gleichmäßigen. Es erzwingt eine Bewegung aus den Handgelenken. Und zusätzlich ist es auch noch ganz oft so beim Zweidrittel-Durchschwingen, dass der ganze Oberkörper sich mitdreht nach vorne. Mhm. Und somit haben wir auch Stabilität keine mehr. Also gut, durch dieses Eindrittel, Zweidrittel seht ihr folgende Position. Kurz ausholen, weit durchschwingen. Ja. Ich habe hier einen Winkel drinnen. Ja. Plus die Schlagfläche zeigt sehr stark nach links. Ja. Kann auch zu dünnen Kontakten führen. Genau, und wir haben jetzt gerade davor besprochen, wie wir einen Butt treffen. Ich zeige das einmal übertrieben. Der Schläger ist nach vorne geneigt, also wir versuchen ihm Luft wegzunehmen. Und aufgrund von der Ballposition wollen wir in der Aufwärtsbewegung nach vorne kommen. Ja. Das heißt, wenn ich das mit meiner Hand vorzeige, weil es leichter ist, ja, die Handfläche Richtung Boden geneigt und dann versuchen wir nach oben zu schwingen. Somit geben wir dem Ball viel früher den Topspin mit. Ja. Ja, und würden wir mit den Handgelenken arbeiten, bewegt sich der Schläger nach oben, aber mit Luft. Genau. Ja, ja. Das heißt, wir lupfen den Ball quasi in die Luft, er springt und hoppelt am Anfang. Ja. Und durch das, dass ich durch dieses nach oben bewegen natürlich auch den Ball eher dünn treffe, fehlt mir wieder die Distanz, weil ich keinen Sweetspot-Treffer habe. Genau. Ja. Das heißt, macht euch Gedanken über das Setup, ja, und macht euch anschließend viel mehr Gedanken über Rhythmus, gleiche Länge und als Checkpunkt könnt ihr euch immer das linke Handgelenk anschauen, vorstellen, kontrollieren. Es hängt natürlich vom Griff ab. Natürlich. Es hängt natürlich vom Griff ab. Ein Reverse Overlap, also ein Standard Buttgriff, hat im Setup viel mehr Winkel in diesem Handgelenk als zum Beispiel ein Crosshand-Griff. Ja. Ja, da gehe ich sogar einen negativen Winkel rein. Ja. Oder bei der Claw kann sich das auch variieren. Aber schaut euch einfach einmal euer Setup an, ja, so wie es euch der Florian davor erzählt hat. Das ist jetzt zum Beispiel mein Setup, wie ich mich wohlfühle. Stopp. Und jetzt schaue ich auf mein linkes Handgelenk, genau, wie das steht. Das genau ist bei jedem anders. Richtig. So, dann versuche ich den Putt zu machen. Und bleib hier nochmal stehen. Genau. Und hier checke ich nochmal das linke Handgelenk. Dass hier nichts passiert ist. Wenn ihr gleichzeitig aufs Schlägerblatt schaut, werdet ihr sehr sicher sehen, dass das Schlägerblatt relativ gerade noch zum Loch zeigt. Was auch sehr hilfreich dabei ist, nehmt euch selber von dieser Kameraperspektive auf. Genau. Weil oftmals ist es so, dass man diese Sache macht und auch die Schwunglänge glaubt, sie ist 50-50. Und dabei ist es gar nicht so. Nehmt euch auf von vorne, schaut euch das an, weil da kommt ihr auf diese Sache drauf. Ich habe jetzt noch eine Sache für euch, die sehr, sehr sinnvoll sein kann. Und zwar habe ich einen Putter. Die meisten von euch werden den vielleicht schon einmal gesehen haben in dieser Art. Und zwar bei Bryson DeChambeau. Mittlerweile gibt es auch schon mehrere Spieler, die einen Armlock-Putter verwenden. Der Armlock-Putter ist generell meiner Meinung nach ein sehr, sehr sinnvoller Putter. Ich habe den jetzt auch schon länger in meinem Bag drinnen, weil er mir sehr viel hilft, eben diese Handgelenksaktion komplett auszuschalten. Ich kann nicht mehr in diese Richtung winkeln, ich kann keine Rotation mehr machen und das unterstützt nur eine stabile Schlagfläche. Wie funktioniert ein Armlock-Putter? Das sind eigene Putter, das könnt ihr mit eurem Putter, wenn ihr einen normalen Putter habt, nicht machen. Denn dieser Putter ist die Schlagfläche viel weiter hinter dem Schaft. Der Putter hat viel mehr Loft, der hat standardmäßig 7 Grad Loft und er ist auch wesentlich länger. Meiner ist hier jetzt 39 Inch. Wie verwende ich diesen Putter? Setup-Position an und für sich gleich, aber ich habe jetzt hier auch einen speziellen Griff drauf, der oben viel mehr, also dicker nach links gehend ist, weil ich lege diesen Putter an meinen Arm, an meinen Unterarm. Jetzt habe ich genau diese Sache, die wir besprochen haben. Ich habe jetzt die Hände auf Ballhöhe, ich habe hier eine Connection, die ich spüre. Ja, und diese Connection, wenn ich jetzt diese 50-50 Bewegung im Rhythmus mache, wie der Christopher erzählt hat, dann habe ich hier absolut nicht die Möglichkeit,
das zu machen. Und wenn ich es mache, spüre ich sofort, dass ich hier keine Connection mehr habe. Ja, das ist im Prinzip eine sehr, sehr gute Erfindung, sage ich jetzt mal, um hier die Schlagfläche im Endeffekt neutraler durch den Ball zu bekommen. Und wir haben vorher gesehen, was das in der Richtung ausmacht, wenn die Schlagfläche nicht stimmt. Zudem habe ich auch garantiert einen besseren Treffer, weil ich nicht mehr das mache. Ja, und wie gesagt, ich habe mittlerweile, man braucht am Anfang auf jeden Fall eine kleine Zeit, um hier ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, es fühlt sich am Anfang sehr, sehr strange an, aber ich würde euch das empfehlen, auszuprobieren. Ja, damit ihr im Endeffekt, ich glaube, dass es für sehr, sehr viele Spieler eine sehr sinnvolle Sache ist. Ja, weil es einfach wirklich ein sehr gutes Gerät ist und ich habe es mittlerweile auch in meinem Bag, habe damit mittlerweile wirklich ein sehr gutes Gefühl und putte sehr viel sicherer. Ja, wie auch vielleicht einige von euch schon aus der Break 75 Serie aus dem Winter kennen. Gut, das waren unsere wichtigsten Punkte zum Putten, die euch sicherlich helfen werden, konstanter zu werden. Es ist, wie gesagt, individuell, aber diese Punkte, die wir heute besprochen haben, die wollen wir eigentlich in jedem Putt-Schwung oder in jedem Putt-Setup sehen. Kommentiert unten dran, wie es euch gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.